So. Da könnte man eventuell auch noch was hinbauen. Oder hier dran, dachte ich auch schon mal. Aber ich soll mal Cleanstone-Treppen mit einfügen. Ich muss mehr mit Treppen arbeiten. Werde ich, glaube ich, mal langsam machen. Dass man die auch so hoch setzt, damit die schön so eine Ecke ergeben und dergleichen. Das kommt hier nicht mehr raus. So, Setzlinge. Knochenmehl. Und gib ihm. Aber sollte aber gehen hier. Bin ich mal gespannt. Wow. Sehr schön. Ja, hier nochmal hin. Oder so zickzack vielleicht. So oder so. Ich mach mal zickzack, dann können ja auch nicht so viele Leute spawnen. Und das sieht natürlich wieder super natürlich aus. Allerdings, die Wand war ja genauso, also Latte. Oh nein! Das sieht bestimmt vor Weitem super kacke aus, Achtung. Gleich sehe ich's. Nein! Einen noch. Oh, wie geil das ist mit dem Knochenmehl. Nicht mehr 30 mal draufklicken und wenn daneben einer ist, geht das eh nicht, sondern direkt drücken, fertig. Wäre, glaube ich, wieder so schwer zu programmieren. Und so. Jetzt im Reinlunzen. Ja, doch, sieht schon. Doch, passt. Passt auf jeden Fall. Nur das hier passt noch nicht. Aber wenn man von da unten hier hochlunzt, dann sieht das nicht aus. Alter, warum ruckelt er denn jetzt ab und zu so? Verstehe ich nicht. Diese verkackten Mikro-Ruckler immer. So, und damit sie hier schön beleuchtet ist, kommen wir noch ein paar Fackeln hin. Nein, da ist ja gar nichts. So. Und so, und hier noch eine hin. Fackel waren aktiv. Ja, die sind gleich gut. Hätte denn hier wieder die Tür aufgemacht, ey. Hm, sollte hier vielleicht auch noch ein Baum drauf, aber nur wenn er ein bisschen größer wird. So. Ja, doch, funktioniert. Dann geht's hier hoch. Gut, das Zeug wird. Wird gerade von dem Grünzeug verschlungen. Oh. Ah ja, stimmt. Da sind noch ein paar Setzlinge, die noch nicht hochgegangen sind. Jetzt geht's hier ans Dach. Dafür brauche ich das und das. Vom Prinzip her war das ja jetzt hier wieder eine Reihe drüber. Ja, man muss den Baustil von dem Haus beibehalten, damit auch alles zueinander passt. Merkt euch das. Wenn ihr mal was baut. Außer ihr kombiniert bewusst zwei Stile nebeneinander. Dann geht's natürlich. So, jetzt hier ein Überlappen. Ja, es geht ruckzuck. Alle? Okay, hier habe ich noch genug. Oh, dacht schon. Dacht schon, ich müsste einen Baum fällen. Wobei einer hätte wahrscheinlich nicht gereicht.
So. Das wäre dann soweit der Westflügel fertig. Dann kommt jetzt bald noch die Inneneinrichtung. Aber dafür wird es keinen Punkt zum Voten geben, sondern einfach so. Ich glaube, ich muss das eh mal ein bisschen einfrieren. Weil ich nächste Woche ein bisschen mehr Zeit habe zum Aufnehmen und deswegen werde ich wahrscheinlich mal durchknüppeln. Am nächsten Wochenende. Scheiße, Mann. Nee, oder? Nein, falsch. Weil normale weg. Ich glaube, ich muss sogar noch einen rüber. Jetzt mit den halben Dingern hier. Ein. Und da ist ein halber. Einen habe ich. Dann kommt jetzt der halbe. Boah, hoffentlich baue ich das alles richtig. Keine Lust, hier alles nochmal neu zu machen. Das wäre super ärgerlich. Total ärgerlich. Die Musik passt. Ich bin in ständiger Gefahr, hier runterzufallen, von einem Creeper überrascht. Oder von einem Creeper überrascht zu werden. Alter, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Gute Frage, was ist das denn? Plan B. Oh oh. WTF? Plan B, Plan B, Plan B. Nein. Da drüber. Ich muss das hier ein bisschen umbauen, weil sonst sieht es wieder nicht aus. Ätzend. So speziell. Dann überlappt hier einer. Hier muss ich dann mal gucken. Ich glaube, da muss ich eine kleine Schneise reinbauen. Gut, dass es keine Physik-Engine gibt, sonst würde das hier schon wieder ineinander fallen. Okay, das passt soweit schon mal. So halb. Aber eigentlich so nicht. Wobei, so weit wollte ich ja gar nicht. So weit wollte ich doch gar nicht. Aber vielleicht sieht das Sonne bis dahin rüber. Aber jetzt erstmal nur so weit, wie das Dach da geht. Und das geht bis hier. Dass man das hier auch von so einem Dach überlappen lässt, weil sonst hört das hier irgendwo in der Mitte auf und das ist auch scheiße. Jetzt baue ich da schon wieder was hin, WTF. Oh, war sogar richtig. Genial. Ich rase ja schon hoch. Da komme ich nicht hoch. Hier. Da komme ich hoch. Moment mal. Ja, muss ich das jetzt zumachen oder auflassen? Das ist immer was mit den Dächern, ey. Warte mal, das kommt... Ah ja, klar, das lappt jetzt hier über. Ich glaube, lappt hier sowieso schon ein über. Warte mal, ich muss nochmal von unten gucken. Da wird aber ein massives Dach, glaube ich. Warte, nochmal runter hier. Ja, dachte ich es mir. Der Batzen hier muss weg. Und damit es auch hält, hier was hin. Geil. Ja,
Ja, schon nice. Oh. Bin ich doch gar nicht. Oh oh. Ich höre eine Spinne, verdammt. So, hier wieder hoch. Genau, hier überlappt eins. Dann kommt das schmale Dach. Heftig, ich könnte das Dach bis hier hinziehen. Das gäbe aber eine super krass geile Dachkonstruktion. Will ich nicht. Andersrum müsste ich es aber trotzdem bis hierhin machen. Sonst wirkt er da so wie gewollt und nicht gekonnt. Genau. Genau. So, oder was? Wo ist mein Holz? Hier ist mein Holz. Meine Güte. Was habe ich nur vor? Autsch. Zu lange gedreht. Wow. Das war die Sauspinne. Wie ist sie denn hier reingekommen? Ist sie hier drin gespawnt? Wäre ganz schön heftig hier, wenn hier drin gespawnt wäre. Ah ja, genau. Hier rum. Lirum, larum, Löffelstiel. Boah, nee, ey. Was soll das denn? Verstehe ich nicht, ey. Och, komm. So. Jetzt ist die Frage, lasse ich die Nische hier oder mache ich die dicht? Das und vieles mehr gleich bei... Nische lassen oder Nische weg. Ah, ich lasse es erstmal. Erstmal. Und jetzt kann ich mich daran machen, das Dach hier hochzuziehen. Und zwar mit den halben, die man dann immer doppelt baut. Fertig. Der Rückwärtslauf ist, glaube ich, viel effektiver. Habe ich. Nächste Seite. Ah, ich sehe schon. Ein Fehler im System. Ist immer noch dunkel. Ah, ich sehe mal ein. Sag, ist das noch dunkel? Dann fängt an zu brennen. So, und dann werden auch die Zimmer eingerichtet, endlich. Wobei hier ganz schön tricky ist. Die können hier spawnen, weil die ja relativ dunkel ist, und laufen dann hier rein. Hilfe! Der Gedanke daran macht mich schon fertig. Weg mit dir. Sag bloß, ich habe keine Penis. Das kann es nicht geben. Und viertes auch nicht. Ich brauche mehr davon. Mehr davon. Bäm. Und noch ein bisschen Eichelholz. Wird aber nicht reichen, so wie ich das gerade gesehen habe. So spontan durchgerechnet, wie ich das immer gut kann. Wie immer. Ja, das reicht. Dann ist er wieder da und sucht Holz. Und dann, ja, das reicht jetzt aber. Ich glaube, bei den Schafen war das und der Wolle fürs Hotel. Ja, das reicht. Ich glaube, hier klopfe ich das Dach aber gleich weg. Ne, warte hier. Der bleibt, der kommt weg. Damit man hier noch relativ hoch gucken kann.
So, dann hier wird durchgehen, die Dinger. Ach komm, das reicht absolut nicht. Kann ich direkt vergessen. Alter, das geht jetzt wieder besser mit einer...